Die Identifizierung und Behebung von URL-Switches gehört zur wöchentlichen SEO-Arbeit dazu. Denn hier schlummern echte Ranking-Potenziale. Was ist ein URL-Switch genau? Unter einem URL-Switch verstehen wir Keywords, die im Vergleichszeitraum, also Startdatum, Enddatum, mit unterschiedlichen URLs als jeweils beste Position im Ranking vertreten waren. Ein Beispiel. Du betreibst einen Online-Shop für Sneaker und stehst mit dem Keyword gelbe Sneaker kaufen auf Platz 11 bei Google mit deiner Produktdetailseite. Heute, eine Woche später, rankt eine andere, beispielsweise ein Blogartikel zum selben Keyword auf Platz 23. Sowohl die erste Seite als auch die Seite 2 waren zu unterschiedlichen Zeitpunkten die jeweils bestplatzierte URL zum untersuchten Keyword. In unserem Tool zeigen wir dir also das betroffene Keyword und die beiden unterschiedlichen URLs, die zum jeweiligen Zeitraum das beste Ranking hatten. Außerdem zeigen wir dir auch direkt das jeweilige monatliche Suchvolumen bei Google sowie die Wettbewerbsdichte an, sodass du auch qualitativ und noch besser URL-Switches differenzieren und für die Optimierung auch priorisieren kannst. Um eine bessere und individuelle Übersichtlichkeit zu erreichen, kannst du eine Sortierung beliebig nach Spalten vornehmen. Ein URL-Switch bedeutet, Google weiß also nicht exakt, welche der URLs für das Keyword am relevantesten ist. Das heißt, es können Kannibalisierungseffekte entstehen und womöglich wird die URL häufiger angezeigt, die auf unser Beispiel bezogen nicht den meisten Umsatz generiert. Häufig ist es zudem so, dass URLs, die von einem URL-Switch betroffen sind, es nicht immer auf die vordersten Positionen schaffen, weil Google eben die Relevanz noch nicht exakt zuweisen konnte. Ich möchte dir in diesem Video aber auch ein paar Tipps geben, wie du URL-Switches vermeiden oder zumindest optimieren kannst. Zunächst einmal überprüfe beide URLs. Entscheide dich, welche URL zu dem Keyword tatsächlich ranken soll. In meinem Beispiel ist das relativ einfach, dass in der Regel natürlich die Produktdetailseite und nicht unbedingt der Blogartikel zu einem Keyword ranken soll. Manchmal genügt es bereits, das Keyword für die weniger wichtige Seite, ich nenne es in dem Fall URL 2, zu reduzieren, indem es einfach seltener im Inhalt vorkommt. Parallel dazu kannst du die Keyword-Dichte, also die Häufigkeit, auf der besseren URL, also URL 1, erhöhen. Überprüfe auf URL 2, ob du Synonyme verwenden kannst oder ob es möglich ist, Textpassagen ersatzlos zu streichen. Und dort, wo das Keyword auf der schlechteren URL benannt ist, kannst du es intern auf die URL 1 verlinken. Prüfe auch, ob die schlechtere URL vielleicht ganz gelöscht werden kann und eine Weiterleitung auf URL 1, also die bessere Seite, erfolgen kann.